Hey Leute, was geht? Ihr seid ja wieder da. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hab Sand im Mund. Boah, ich bin einfach in Alpha Sandkasten aufgewacht. Oder so, oder? Ich hab Sand verschluckt, Leute. Boah, ist das ekelhaft. Aber hier bin ich am Bach aufgewacht. Hier ist es ja eigentlich sogar ganz schön. Alter, hier war ich ja schon länger nicht mehr hier im Garten. Letztes Mal behalten Sie, glaube ich, Leute. Dann nehmen wir mal hier was zu essen von Alpha. Der wird ja sicher nichts dagegen haben. Müssen mal gucken, Leute, was die anderen so in der Stadt treiben. So, gehen wir mal hier über die Hecke drüber. So, und ab. Ich klicke erstmal bei Alpha. Ob der wieder da ist, gucken wir mal. Alpha, rauskommen! Bist du wieder da aus dem Urlaub? Alpha! Nee, Leute, ich glaube, der ist nicht da. Alter, wann kommt der endlich mal wieder? Der war schon ewig nicht mal da, Leute. Das ist richtig, richtig blöd. So, da gucke ich mal hier nach, klingel ich mal hier, ob hier jemand da ist. So, und hallo, rauskommen! Auch niemand da. Schade, Schokolade. Hier ist niemand da, Leute. Ich gehe mal in die Garage rein, guck da mal nach. Hier steht doch das Auto drin im Safe. LOL, das ist ja mega krasses Zeug, aber das nehme ich mal nicht raus, weil... Leute, klauen wollen wir nicht, sonst kriegen wir ja Probleme mit der Polizei hier in Minecraft, deswegen... So, gehen wir mal weiter und hier ist der Supermarkt, Leute. Alter, ich weiß nicht, ob ich mir heute was gönnen kann, Leute. Ihr kennt es doch wahrscheinlich, wenn ihr kein Geld habt, so wie ich die ganze Zeit. Ich kann mir eigentlich normalerweise hier nie was leisten, aber ich frage mal, ob ich was geschenkt bekomme heute zur Feier des Tages. Herr Supermarktmann, bekomme ich bitte den Apfel geschenkt? Ich bezahle den auch nächstes Mal, ich verspreche es. Was denn bekomme ich beschenkt? Vielen Dank von Ihnen, also der ist heute mega, mega freundlich, Leute. Das wusste ich gar nicht. Dass er so freundlich sein kann zu mir, das ist echt heftig, Mann. Alter, mega lecker. Njam, 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 njam. 2 extra Herz, das ist mega, mega heftig, Leute. Ich glaub's gar nicht. Heute habe ich einfach einen Goldapfel geschenkt bekommen. Das ist ja mein Glückstag, also mein absoluter Glückstag. Soll ich so mal, klingeln mal noch bei Bofino, weil der hat ja auch sein Haus. Vielleicht ist der ja da. Der hat keine Klingel, ich muss mal klopfen. Bofino! Hallo, Bofino! Ja! Bist du da? Hey, ich bin, ja. Ich bin vor deinem Fenster. Hey, was geht? Ach, das bist du. Ja, natürlich bin ich das. Wer soll das denn sonst sein? Mensch, ich dachte, du bist eine Ente. Ich bin doch die Ente. Du bist eine Ente mit einem Hut. Den habe ich doch schon immer auf, Bofino. Und du bist eine Schildkröte mit einem Schwert. Das tut mir leid, das Schwert, das packe ich mal wieder weg. Okay, warte, ich komme mal zu dir an die Haustür. Lässt du mich dann rein, bitte? Ja, natürlich. Begrüß mal meine Fische. Die wollen mal begrüßt werden. Ey, Fischis, was geht so? Alter, die sind ja mega, mega cool. Alter, die sind richtig klein. Ja, aber die werden doch bestimmt noch größer. Weißt du, ich habe auch mal Fischis bei mir zu Hause gehabt. Die waren mega klein am Anfang und irgendwann wurden die voll groß, Alter. Mhm. Alter, Bofino. Alter, ja. Ich hatte heute Nacht so ein Du bist ja auf der Toilette. Lass es doch unterhalten, Mensch. Komm doch rein. Okay, jetzt drin stinkt's aber. Kannst du dich ein Fenster aufmachen gleichzeitig oder so? Vielen Dank, schon besser. Jetzt ist ja endlich mal Durchzug. Alter, ich hatte heute Nacht einen Traum, das glaubst du gar nicht. Ich bin zu McDonald's gegangen, ne? Und da gab's einfach 5-fach Cheeseburger. Wie jetzt? 5-fach Cheeseburger, also ein Cheeseburger mit 5 Buletten und 5 Käsescheiben, Alter. Und der hat nur 2 Euro gekostet. Ich hab's gar nicht geglaubt. Das ist ja cool. Können wir denn auch eins essen? Warte. 3, 2, 1. Nee, ich glaube, das war nur ein Traum von mir. Also ich glaube nicht, dass es den wirklich, wirklich gibt. Leider nicht. Hey, du brauchst doch nicht traurig sein. Das gibt, glaube ich, doppelt oder so. Wir können irgendwann mal zu Macus gehen, da kannst du das bestimmt austesten. Aber bist du bald fertig auf der Toilette? Ja, ich bin jetzt fertig. Aufkomm, dann lass mal irgendwie noch andere Leute suchen oder lass mal was unternehmen ein bisschen. Wir waren schon ewig nicht mehr in der Nähe von der Raketenstation. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Alter, Bofino! Ja? Seit wann steht hier eine Baustelle? Was meinst du, was das wird? Alter, ich baue mich mal ganz kurz hier rein. Pass auf. Oh, da ist ein Baggerfahrer, der darf uns nicht sehen. Pass auf. Pass auf nicht, dass der uns da schlägt. Der, weißt du, wie ich meine? Weil wir sind ja, unerlaubt hier drauf. Was denkst du, was wird hier gebaut? Keine Ahnung. Vielleicht wird hier noch ein größerer Spielzeug angebaut, wie zum Beispiel... Nee, 3, 2, ist nochmal.
Ey, ich glaube, hier wird ein Toys R Us gebaut. Was? Ein Toys R Us? Alter, wäre das krass, Mann. Oder ich könnte hier endlich mal irgendwo ein Haus hinbauen, aber das mache ich auf einem anderen Platz. Der ist viel zu teuer für mich. Wir gehen dann lieber her, lieber Baggerfahrer oder Kranfahrer oder so. Wir waren ja nicht. Tschüss. Bevor der die Polizei ruft, Bufido. Bist du auch Polizist und IT auch oder Alpha auch, aber der ist im Urlaub. Und ich weiß nicht, wenn wir noch erwischt werden, das wäre mega, mega schlimm, weißt du? Ja, da steht drauf, Elternhaft für ihre Kinder. Genau, deswegen ist und es uns müssen meine Eltern. Ja, aber da müssen unsere Eltern dafür haften. Soll das mal hier lang gehen? Also, hier war ich schon ewig nicht mehr, hat sich aber relativ wenig verändert irgendwie. So, da ist der. Was ist denn das für ein Gebäude da hinten? Hast du das schon mal aufgemacht? Nee, das sieht aus wie so ein Flugzeuggebäude. Alter, ein Flugzeuggebäude. Heißt es, hier kann man Flugzeug fliegen? Ich guck mal nach, vielleicht kann man so einen Flugzeugführerschein hier machen. Hä? Hast du es gerade aufgemacht? Ja. Alter, pass auf, Bufido, pass auf. Wer ist das? Was ist das? Hallo, wer sind Sie? Alter, Bufido, das ist ein Killer. Das ist ein Killer. Warum wohnt ihr hier drin? Lauf weg. Lauf hier, dann komm mit, Bufido. Bufido. Okay. Ich komm mit. Oh nein. Bufido, der findet uns. Der schießt. Der schießt die ganze Zeit. Bufido, wir müssen uns unbedingt verstecken vor dem Killer. Achtung, der ist hinter mir. Versteck mich hier im Baum. Nein, komm lieber mit, Bufido. Bufido, komm schnell mit. Bufino, wir müssen jetzt endlich weg. Komm schnell mit, los! Ja, wo möchtest du hin? Lass mal in Richtung dein Haus laufen. Du hast aber nicht mehr dein sicheres Bett, oder? Das hast du schon weggebaut. Ja, weil da nichts mehr passiert ist. Pass auf, da ist ein Schuss ganz knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen. Oje, oje. Ach du, der schießt wieder. Der hat mich sogar getroffen. Bufino, warte, dein Haus ist. Ist es dein Haus? Nein, dein Haus ist zugeschlossen. Ich hab keinen Schlüssel. Lass uns einfach hier reingehen. Hier die Baustelle. Der Kranfahrer sieht nichts, der liest gerade seine Zeitung. Warte, hier ist eine Falltür. Komm mit runter. Komm runter. Mach die Falltür zu. Oh nein. Siehst du das? Das war eine Falle. Das war eine Falle. Warte. Warte. Oh nein. Oh nein. Das war eine Falltür vom Killer. Oje, oje. Alter, Bufino, der hat gerade die Klappe oben zugemacht. Ich glaube, der kommt gleich herein. Das ist das Versteck vom Killer, oder? Lass uns hier mal verstecken. Ja, lass uns verstecken. Vielleicht sieht er uns da nicht. Oje, wir müssen uns unbedingt hier raus befreien. Warte mal, kommt der? Hörst du das? Ich höre das. Warte. Oje, der kommt um die Ecke. Pass auf. Oje, ich glaube, Bufino, der will uns aber noch nicht jetzt töten. Ich glaube, der macht es später. Wir müssen hier schnell ausbrechen. Ja, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Killer, der verschwindet eh gleich bestimmt. Aber, oje, oje. Oje, der Killer weiß ja nicht mehr, wie er die Tür aufmacht. Ja, ich weiß. Also, der Killer ist jetzt erstmal weg. Komm, warte, du hast eine Kiste. Sollen wir mal gucken, was da drin ist? Ja, lass mal gucken. Was ist da drin? Ein Schalter und eine Redstone-Fackel. Alter, das hat er ja nicht fertig eingebaut. Setz mal die Redstone-Fackel hin. Da geht die Tür wahrscheinlich auf. Moment. Kannst du es rausnehmen? Du musst ganz deine Hand da durchstrecken. Das ist ziemlich eng. Pass auf. Schaffst du es? Ja. Oh, das ging auf. So, lass uns hier rausrennen. Alter. Wie kommen wir denn da hoch, Bufino? Das ist viel zu hoch. Wir müssen den Stein da abbauen. Unbedingt. Genau. Alter, da können wir nicht mal hochklettern. Das ist ja gemein. Wahrscheinlich kann der Killer so hoch springen. Auf geht's, wir müssen schnell in die Freiheit. Dann verstecken wir uns einfach bei dir im Haus, okay? Oder? Ja. Okay, lass mal einfach ganz schnell in dein Haus gehen. Und dann findet unser Killer da ganz bestimmt nicht. So, Türe zu. Also, lass uns einfach ins Bett legen. Vielleicht war es ja nur ein Traum oder so. Mhm. Warte mal, Bufino. Ja. Oh nein, das ist doch jemand anders. Wir gehen lieber schlafen. Okay, wir gehen doch lieber schlafen. Da wollte uns gerade jemand mit so einem Kaktuskin verprügeln, Alter. Aber es ist doch... Ja, stimmt, die Gamescom ist ja gerade. Müssen ja halt ein bisschen aufpassen, Bufino. Ich glaube, das war der Typ, der mich und Alter wollte verprügeln wollte. Ja, stimmt ja. Das ist ja noch schlimmer als der Killer fast, Alter. Ein schlimmer Finger, dieser Typ. Egal, lasst uns einfach schlafen. Wir legen uns hin, Leute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bis dann und tschüss. Tschüss. Also, Leute, endlich raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao. Tschüss.